Hallo, hallo, hallo. So, heute machen wir mal wieder was ganz Spannendes. Mal abgesehen davon, dass mein komplettes Layout zerschossen ist. Heute spielen wir mal ein bisschen. Muss gerade nochmal gucken, warum das nicht funktioniert. Heute spielen wir Halo 4. Richtig Bock drauf. Wird richtig gut. Versteht bloß nicht, warum wieder hier ein bisschen hier was zerschossen ist. Ah, mal einmal kurz Szenenwechsel. Einen Moment. Ups. Nee. Egal. Wir spielen heute Halo 4. Wird cool. Stream Element lässt mich hoffentlich nicht absaufen. Und dann kann es eigentlich nur gut werden. Ich tue mich bloß einmal schnell hier Stream. Einmal kurz gucken, ob ich da vielleicht ausgeloggt bin oder so. Keine Ahnung. Oder ob sich da was getan hat. Gucken wir mal schon. Hup. Gucken wir mal da rein. Vielleicht ist da irgendwie so ein Token abgelaufen oder so. Und wir wollen hier keine Token ablaufen lassen. So. Aber sonst schaut alles gut aus. Ja, Halo 3 haben wir super schnell durchgespielt. Jetzt schauen wir mal, wie Halo 4 im Legendary Run läuft. Ich bin gespannt. Wir sind alle gespannt. Warum auch immer Chrome jetzt nicht will. Probieren wir es einmal nochmal hier. Streamelements.com. Ah. Vielleicht haben die auch hier gerade ein Problem. Oder nicht? Oder doch? Dauert echt lange zum Laden. Naja, auf jeden Fall heute wieder mit ausgezeichneter Tonqualität von mir. Für euch. Mit einem. Ah, schaut wirklich so aus, als hätte Stream Elements ein paar Probleme. Ja, ist wichtig, dass die Alerts funktionieren und dass der Banner oben eingeblendet ist. Das schaut erstmal gut aus. Alles andere kriegen wir auch hin. Ich schaue jetzt bloß schnell mal auf dem Handy, ob da auch irgendwie Stream Elements kaputt ist. Das liegt schon verdammt lange, auch auf dem Handy. Oh ne. Geht einfach mein Headset aus. Die trauen sich was. Ah, kaum habe ich mich eingeloggt, kommen auch schon wieder die Overlays. Ja, perfekto. Ich schätze, dass irgendein Access-Token abgelaufen gewesen, was mal wieder aktualisiert werden musste. Umso besser. So, jetzt warten wir noch schnell auf meinen Bruder und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich bin gespannt. Ich habe auch wirklich Bock drauf. Kurz zu Halo 4. Ja, dieses erste Spiel von 343 Industries. Nahtlos an. Ui, ich hatte gerade zwei Zuschauer, die sind jetzt alle weg. Nahtlos geht es los von Halo 3 an Halo 4. Ja, einfach mal. Ja, man hat die Proteaner und die Allianz ist auch da, aber ist eher so eine Splittergruppe. Es ist nicht mehr so krass. Und so, also wie man es eigentlich kennt. Ui. Jetzt hatte ich gerade ganz viele Frames, die kaputt waren. Oh, beruhigt sich wieder? Ich glaube schon. Und ja, das ist halt so ein bisschen, muss man mal gucken. Ich habe es eigentlich ganz gut in Erinnerung. Voll schade, dass die jetzt alle raus sind. Vielleicht, weil ich Deutsch gesprochen habe. Okay. Ich habe extra Deutsch, Streamsprache Deutsch. Nein, Streamboard, du bleibst natürlich da. Du lässt es nicht schließen. So. Tu mal die Tastatur hier weg. Frames haben sich beruhigt. Wir bleiben bei 3,4%. Es wird hoffentlich ganz, ganz wenig am Schluss. Und dann. Ja. Was soll ich noch sagen? Hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Bitte ignoriert das da hinten.
habe dann gerade alles einfach nur draufgepackt, draufgepackt, draufgepackt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und wir warten jetzt einfach mal. Wird sicherlich kommen. Und da ist er schon da. Der Einzigartige. Wir gehen mal ins... Ups. Wir gehen mal hier ins Spiel rein. Perfekto. Gut. So, dann gucken wir mal, dann holen wir ihn mal. Guten Tag. Ich höre ihn nicht. Mal gucken, was da. Hallo. Wow. Guten Tag, hallo. Ja, gut. Ja, und bei dir? Ja. Ja. Aber mit Multiplayer spielen. Nein, komm, ich spiele Halo 4. Also du hast gar keinen Bock, dann spielen wir was anderes. Ist das in der Master Chief Edition? Jo. Ich habe extra geschaut, war auch kein Update da, sonst hätte ich gesagt, ich spiele was anderes. Wenn er drin passt. Da ist drauf. Da stehst du bedrückt an, was ist los? Nö, ich bin einfach nur schnell. Halt anstrengend, aber dann war das schon okay. Okay. Also nichts, ich bin nicht traurig, nur so einfach ein bisschen gefährlich vom Tag. Machen wir mal den Sack mit Halo 4 zu. Und dann. Schauen wir mal, dass wir. Hast du Halo 4 schon mal gespielt? Gespielt? Ja. Oh. Aber ich erinnere mich nicht mehr so dran. Ja, ich hab's das auch. Also... Haben wir Halo 3 durchgespielt vorher? Ja, Halo 3 war... auch nicht, oder? Doch, Halo 3 ist komplett fertig. Wir haben an einem Rutsch durchgespielt. Zwei Abende. Tell me about the children. Dr. Halsey. You already know everything. You kidnapped them. Children's minds are more easily accepting of indoctrination. Their bodies more adaptable to augmentation. The result? Was the ultimate soldier. And because of our success, when the Covenant invaded, we were ready. Dr. Halsey, you're bending history for your own favor, and you know it. You developed the Spartans to crush human rebellion, not to fight the Covenant. When one human world after another fell, when my Spartans were all that stood between humanity and extinction, nobody was concerned about why they were originally built. So you feel in the end your choices were justified? My work saved the human race. Do you think the Spartans' lack of basic humanity helped? What are you after? The others before you were naval intelligence, but you... You're something else. Records show Spartans routinely exhibited mildly sociopathic tendencies. Difficulty with socialization and verbalization. The records show efficient behavior operating in hazardous situations.
I supplied the tools to maintain that efficiency. Do you believe the Master Chief succeeded because he was, at his core, broken? What does John have to do with this? You want to replace him? The Master Chief is dead. His file reads missing in action. Catherine. Spartans never die. Your mistake is seeing Spartans as military hardware. My Spartans are humanity's next step. Our destiny as a species. Do not underestimate them. But most of all, do not underestimate him. Ah, die Haussäge. Morgen kommt die neue Fallout-Serie, bist du gespannt? Morgen? Oh, krass. Die, gleich die Staffel, die ganze. Oh, das ist aber krass. Ja, die wird bestimmt cool. Also die Trailer und so, die sehen schon ich aus. Ich hab die Rezension oder die Leute, die sie schon vorab gesehen haben, sind ja echt auch alle ganz, ganz hyped. Hier war doch das ein Didaktiker, oder? Genau. Okay. Und 5 war das, wo er Cortana geworden ist, oder? Genau, das war ja Spartan Lock dann. Dem Osiris-Team, oder? Genau. Wo mehr Cutscene ist als wirkliches Spiel. Haben sie sich das angeschaut bei Hideo Kojima? Du hast dann auch Metal Gear Solid gespielt, oder? Ja, ja. Da war mehr Kampf in dem Spiel. Oh, hast du das Let's Play mit Colin und Ede angeschaut zufällig? Mit Death Stranding, oder? Nee, Metal Gear Solid, boah, das war so schlimm, hey. Welches, Guns of Patriots, oder was war das? Ja, ich glaube. In dem Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty war das ja. Das war so schlimm. Okay, ja, ich hab ja noch nie. Also ich hab ja. Mein erstes Metal Gear Solid, was ich ja wirklich durchgespielt, was mir auch Spaß gemacht hat, war ja Guns of Patriots. Okay. Und das hab ich ja auch allein. Das hab ich auch selber durchgespielt. Da hab ich auch wieder geweint, muss ich sagen. Aber es war wirklich. 6,5 Stunden Cutscene oder so. Also, mit der trashigsten Story überhaupt, gell? Ja. Ja, ich glaube, das wäre für die Leute wie ich halt cool gewesen. Weißt du, da gab es ja diesen Psycho Mantis, die wurden ja alle wieder wie remastered für die Gegner, ne? Ja. Und dann konnte die ja diesmal nicht deine Memory Card auslesen. Es gab ja keine Memory Card. Why did you wake me? Hang on. Bringing your systems online now. I rewrote your firmware while you were out. You've been busy. Activating the ship's gravity generators. Chief, look up. You need to pull the manual release. Seems like old times. Ready to get back to work? I thought you never asked. Ich kann sie erst später bitte nicht mehr. We've got intrusion alerts lighting up on multiple decks. Oh, jetzt bist du auch aus der anderen Box rausgekommen. Our best bet to figure out who's boarding us. Cool, ja. Ich hab auch die zugeguckt, wie du rausgehst. Echt? Cool. Ja. Wouldn't bet on it. Oh, jetzt schauen wir mal, wie kann man hier die Sachen machen. Guck mal, okay, schlagen ist auf meiner Taste. Okay, nachladen ist auch. Okay, ich hab die Reclaimer-Steuerung. Das ist so wichtig. Ich kann keine Kampagne spielen ohne die Reclaimer-Steuerung. So. Aber wenn Schlagen auch X ist, wenn es irre. Schlagen ist bei mir immer B.
Der obere Bumper, die obere Schultertaste halt. Die obere Schultertaste. Bei mir ist wirklich der B, der B-Knopf. B ist bei mir ducken. Somebody should have found us by now. What's that? Sensor scan, high intensity. Doesn't match any known patterns. How close are we to the observation deck? It's directly above us. Gehen wir weiter, oder? Gehen wir weiter hier. Keine Ahnung. The elevator doors look sealed tight. Chief, be careful. Wer hat eigentlich vom Master Chief die ganze Zeit die Rüstung geupgradet in den Teilen, wenn die nie jemand in der Rüstung gebracht war? Das waren Nanoroboter, haben sie gesagt. Cortana hat da Nanoroboter gemacht. Und die... Chief, watch out! Willst du auch klettern? Ich sehe dich jetzt nicht nur, wenn ich klettern kann. Das ist gut. I thought we had a truce with the Covenant. A lot can happen in 4 years. Either way, he's probably not alone. We should be careful. Wir haben nur eine Waffe. Wo ist eine Magnum? Ich will die auch mit. Was? Wo ist eine Magnum? Die lag hier irgendwo eine. Im Boden, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall eingesammelt. Aber ich habe gerade gesagt, das ist voll kacke, nur eine Waffe. Okay, schade. Na. Welche Magnum? Okay, ich bin auch voll in der Infinity Mode. That's the last of them. Find the override for the blast shield so we can see what we're up against. Ach Gott, das wollen wir doch gar nicht sehen. The good news is these Covenant aren't outfitted like standard military. It's possible we just came across a rogue salvage ship. Or we might have stumbled into an entire Covenant fleet. Maybe they haven't recognized us. That's one possibility. Landing craft flanking us! Nachline ist eine Waffenkiste mit Pistolen und Pistolen. Hier steht. Hinter uns fahren wir mit dem Schiff. Jo, ich weiß. Beidseitig, ich geh mal hoch, weil ich hab keinen Schlüssel. War auf der anderen Seite ein bisschen Stress von mir. Boah. Sieht das Snow Shield? Hab ihn. We need to get off this ship. We've got bigger problems. We've got a cruiser on an intercept course. Head for the elevator banks. Didn't the ship's sensors say we still had weapon systems online? Yes, but since the ship was torn in half, we can't access the weapon stations. We'll have to fire them manually from the outer hull. Das schaut doch nach einem Master Chief Auftrag um. Safe. Die Magnum hört sich hier so kacke an, finde ich, vom Geräusch her, ja, oder? Die macht doch nicht so guten Schaden. Die irgendwie geiler. Kommt hier nicht was Unsichtbares? Ja, das ist die wirklich.
schon eine gute Frage. Oh, da hat die Menge gemacht, schon gut Schaden. Ja. Ist gerade irgendwie voll. Boah, der Elite hat gerade gar keine Chance. That cruiser's shields are down. Assuming they don't raise them, that missile's gonna be one heck of a surprise. Ich hätte die Menge mit der. Oh, der Schmott. Ich habe keine Magnum Schuss mehr. Du musst mir fast aufhören für die Miete, ey. Ja, wir spielen legendär. Die erste Mission muss ja nicht gleich so scheiße sein. Aber. Wir kommen für die Miete durch. Ja, kein Halo 2. Boah, hey, Halo 2, die erste Mission der Kairos-Verzögerung. Ja, ja. Wo wir eigentlich schon an die Staub gegeben hätten, ey. Boah, wie lange ja der Kairos-Station gehockt sind, ey. Ja, das ist halt dumm. Also, das heißt dumm, aber es war halt hardcore, dass du Dark Souls, das ist Dark Souls nicht, ne? Man könnte auch irgendwas spielen. Ja, stimmt schon, ey. How far to the missile? Es ist halt dumm, dass wir in einem Schnapp das halt beide neu anfangen müssen. Das macht halt das Koop-Prinzip so ein bisschen ja. Zu in meiner Meinung nach. Ja, aber stell dir vor, wie lange wir auch in Halo 1 gebraucht hätten in der Library, wenn wir da nicht immer, wenn wir da immer wieder neu angefangen hätten, ey. Wow, ich bin tot. Ich auch vielleicht, ja, ich kann nochmal weg. Also, spielen wir wirklich auf Legendär? Ich spiel wirklich auf Legendär. Okay, weil ich hab, man hält ja eine Plasma-Granate aus. Ich bin leider auch, glaube ich, sorry. We're just about there. Ich hab so gewundert, dass wir eine Plasma-Granate aushalten. Hä? Ach, hin, da. Ich hab sie nochmal nicht gecheckt, ey. Das ist eine Scheibe. Das ist eine Scheibe! Oh. Wo ist den Glaser? Hä? Okay, ich bin tot. Echt jetzt? Ja, bitte. Granatteile. Sag, wenn du wieder spawnst. Eine in der Nähe, eine in der Nähe. Jetzt ab. Boah, ich hab auch extra den, Schaden, den Grunt Geburtstag Scroll ausgemacht. Um hier ein bisschen Realität reinzubringen. Mann! Wieder kaputt. Ich hätte meinen scheiß Maul halten sollen. Ja, ich bin schon da. Oh Mann, ey. Das ist gejinxed hier, oder was? Ja, ich hab's gejinxed. Der dumme Niedler von dem dummen Schakal, ey. Ja, und dann, der gibt mir die Granaten hacken, du Bro. Schau mal, die Nadel ist ja doch nicht der. Das ist über viel Schaden. Ich bin tot. Ich hatte keine Munition mehr, sorry, ich dachte, ich schaff's. How far to the missile? Okay, wir fucken. We're just about there. Das wird unsere neue Kairos-Page. Nein. Das ist nur, weil du es einmal gejinxt hast. Das war dumm, ich weiß. Lass uns halt erst die Grunts wegmachen. Ja, und also ein scheiß Schakal mit dem Niedler weg, der hat vor allem registriert. So. Gold ist da, das ist doch Gold, Mann. Was haben wir? Oh, ich glaub, da sind nur die zwei. Okay, jetzt. Double Sturmgewehr, komm. Jetzt, ah, du bist schon weiter weg. Oh. Was machst du denn?
stand direkt vor mir. Okay, den habe ich gestellt. Ja. Nice. Oh. Oh, noch einer. Kein Schild mehr. Nice. Auxiliary launch station should be to your left, out of the airlocks. You'll have to prime the launch for ignition. Cortana. It's nothing. Just get to the launch station. Da war gerade ein Kampfgewehr, oder? Ja, hab ich genommen. Ah, hier sind das Video, oder? Ja. Nice. Hässliche Kampfgewehr. Pass auf, da sind noch Schakale oben auf dem. Schakale ist oder ein Kampfgewehr. Ich bin schon da. Sniper da, kann ich sein. Ja, den haben. Ja, ich versuche gerade rauszuholen. So, jetzt. Der Sniper ist da. Sniper ist tot. Da habe ich irgendwie nicht geachtet. Oben ist nochmal ein Sniper. Ja, ich sehe ihn gerade. Da müssen wir uns um die Eliten kümmern. Ich bin tot, Achtung, da kommt ein Grunt um die Ecke. Sind wir da? Grunt ist wieder weggerannt. Grunt ist tot. Haben wir jetzt da noch eine Elite? Der ist down. Da ist noch einer hier, wo ich hinschieße. Achtung, Sniper ist noch da. Elite hat kein Schild mehr, ich hab keine Munition mehr. Hab ihn. Ja. Da oben, wir müssen noch den Sniper hier. Pass auf, der ist noch da oben. Jo, ja. Er ist ein ganz viel Sniper. Oder noch ein normaler auch. Okay, hab ich. Okay, da kann man noch nicht. Flop-Eliten kommen. Voll die Kacke. Du bist tot, oder was? Nein, aber ich komm da nicht hochgesprungen. Ich bin weg aus. Du kleiner Elite, ey, der macht. Kein Schild mehr, da kein Schild mehr. Ja, ist tot. Das ist ein Schakal. Wow, gut, dass du das sagst. Oh, ich hab für keine Waffe und Munition. Oh, du bist tot. Nein, bin ich nicht tot. Aber warte, da ist noch eine Waffe. Oh, was ist eine Allianz? Hier ist aber hier ist noch ein Needler, okay. Willst du den? Ich hab schon gehabt, ja. Okay. Launch initiated! Nichts funktioniert auf diesem Scheißschiff. Da tut man es einmal in der Mitte durchschneiden und nichts funktioniert hier. Das ist ja immer das diese Qualität die Menschen, der Menschen. Menschen auf den Raumkasten verloren. Echt, ey. Boah, fuck, sind da viele Schakale. Ist hier nirgendwo irgendwo Präzisionswaffen. Ach, ich bin tot. Mich hat jemand gesniped. Nochmal Schakal. Sind wir da. Ja, ich auch. Boah, der kommt wieder drauf. Ach.
kriegen wir locker hin. Leidet. Da liegt ja kein Schild mehr. Guck mal, hier das kleine Vieh. Lied ist tot. Nice. Und seine Waffe ist der Waffe. Ach, der Karabiner und Sturmkarabiner. Der Karabiner, oder? Nein. Mit dem Besiegen der Schiffe und der macht Chief wohl einfach einen Kreuzer runter. Allein. Ja, allein. Chief? Covenant, the one scanning us. So, now can we worry about the giant metal planet? Ich finde, das ist auch eine Information, die uns Cortana schon vorher gegeben ist. Deswegen war es riesig mit Köpfen. Ja, genau. Wir sind die closest escape pods. Aft vehicle bay. I'm tagging the closest airlock. Go! Was ist das eigentlich? Das ist eine Luftschleuse. Das ist ein guter Bit. Aber wenn du denkst, den ersten Halo, wo wir ja nur zu dem Halo von der Mitte nicht diese der befohlen, dass die Chip einfach fliegt. Ne? Ja. Und Cortana hat ja einfach die Koordinaten eingegeben, die ja von diesem Artefakt gefunden worden sind. Und dadurch ist ja zum Halo gekommen. Genau. Also einfach die ja auch. Ja, sie haben dann schon irgendwann vernichtet, aber... Die hat sich ja auch nicht als Protokoll gehalten, wie du sagst. Die hätte ja eigentlich Zufallszahlen nehmen müssen. Ja. Look out! Ja, vor allem, ich meine, sie waren ja auch in einer Notsituation, oder? Sie hatten ja nicht. Sie waren ja mehr beschädigt und alles. Ja. Die haben sie ja nur nicht zerstört, weil sie zu nah am Ring waren. Ich hätte ja. Die Schiffe sie ja sogar abgeschossen. Deswegen wurden sie ja geändert. Wie war das, der Gebieter war an dem anderen Teil ja vom Schiff, was abgetrennt worden ist, oder? Deswegen genau. Ist er nicht da dabei. Der ist ja schon auf der Erde. Und besser gesagt wieder in St. Helios. Kleinen Details, dass der Triggerfinger keine Panzerung hat. Where are we? Checking coordinate impact data. We have asked you to give up your family, your childhood, your future. Cortana,
I'm sorry. It's the crash. I'm fine. Something was wrong even before we left the Dawn. Chief? Really? I'm fine. Cortana. I was put into service 8 years ago. 8 years? AIs deteriorate after 7, Chief. Halsey. Chief. We need to find Halsey. Chief, please. She made you. She can fix you. I won't recover from rampancy, Chief. If we can just get back to Earth and find Halsey, she can fix this. It's gut, dass ich erklärt, aber ihm erst das verheimlichen wollte. Yeah. Promise you can't keep. We need to move. Doesn't look vor allem, like dass er das nicht weiß, ist ja auch ein offenes Geheimnis, oder? Ich dachte, ich weiß mehr through the roof. Ja, aber er hat ja auch ein paar Jahre Plenty. Geschlafen, gell? Das darf ich sagen. Why? We still need a ride home. Wie mich jetzt so bewusst ist, dass das jetzt schon 8 Jahre sind. Hat er jetzt 4 Jahre gepennt. Er hat sich geschafft, das hat er am Anfang gesagt. Different stage, like round ever. Okay, das sieht schon geil aus. What is that? Chief, see if that terminal is still active. The Covenant have been broadcasting that from an equidistant orbit every 30 minutes for the last 3 years. They've been waiting outside the planet for 3 years. Apparently, they couldn't get in. Schon blöd, wenn wieder Schlüssel drin. Jetzt alter Reclaimer. Ist ja blöd, dass sie keine Reclaimer. Das ist doch scheiße, wenn dein Glaube dir sagt, du bist ausgewählt, aber du bist gar nicht ausgewählt. There's a crevice we can use to get through the rocks over there. See the waypoint on your HUD. Oh, wir sind immer falsch gelaufen. Okay. Spalte. Hier ist eine Saw-Flo, willst du die haben? MG? Nee. Jetzt kommt der Grave Mine. Picking up a faint transmission on the high band. Covenant? I don't think so. The pattern's different. I'll try to triangulate its position. Ich konnte direkt der Grave Mine. Nein, Spahn. Man kann sagen, wie hast du der Grave Mine auf die Schildwelt geschafft, hä? Das ist ja schon ein Blood Hole. Auch das sieht doch jetzt mal mega geil aus in 4K, oder? Ein schönes Spiel, keiner. Warthogs. Warthogs, and still in one piece. Nice to see your luck is holding out. Schau mal, hier ist auch Munition, falls du noch brauchst. Okay, ja. Ich nimm mal nicht alles, ich bleib mal hier stehen. Du passt nur, ja, ich bin ein Karabiner und ich will das irgendwie mal ausprobieren. About my condition, I didn't want to mention it, seeing as how it's a complete long shot, but since you brought it up, it is possible that getting home could help me find a solution for my rampancy. How?
Well, as far as I know, I'm the only AI ever generated from living tissue. A clone of Dr. Halsey, to be precise. It may be possible to recompile my neural net by replicating those same conditions. But that means getting back to Halsey soon. Tatsächlich wie im Schwanzkontakt hier. Ja. Chief, I'm hearing that strange signal again. Stronger this time. Do you think there's something to it? I'm curious more than anything. His behavior is odd. Oh, da haben wir doch den ersten Feindkontakt. Auf den Phantom kommt. Hostiles! Link auf dem vorderen, das sind ja überall Phantom. Schaden hier. Ich wollte gerade sagen hier. Boah, feuern. Ich kann nicht so weit, ich muss weiter weg. Ich kann nicht so weit aufgehen. Ja, alles gut. Ich hab bloß gerade Energie, eine Plasma-Pistole abbekommen und war gestunt. Was ist denn hier los? Ich mach ja gar keinen Schaden. Mein Minigun-Team war mit mir schon ein bisschen. Sorry. Okay. Ich glaube, wir müssen anders vorgehen. Ja, ich glaube, wir fahren nicht nach links. Ich glaube, die macht gar keinen Schaden. Warte, lass mal den kaputt machen. So, dann fahren wir da rum. Da stammt nämlich auch noch welche gerade. Genau, wo noch. Was schießt die denn auf uns? Mit der Flakgas-Kanone. So ist Und Werfweichen gibt hier. Fahrzeug-Drum zum Beispiel. Das ist ein heiß. Ach so, in Halo 4 läuft die ja heiß, gell? Sorry. Macht hier gar keinen Fall. Okay, den hab ich. Warte, du hast kein Schild mehr. Ich auch nicht. Ich sage, du hast kein Schild mehr. Okay, den Ghost dann noch da hin. Den Ghost auf Tsushima. So. Hoffentlich dahin stürmen, weil das war wirklich mehr Zeit. Und die haben beide also ich mache auf jeden Fall gar keinen Schaden. Warte, das ist im Heißen. Ja. Wir fahren jetzt trotzdem High Ground. Das ist ja das schlechteste Wort, das ich jetzt so ein Spiel hatte. Du kannst gar nicht mehr nach unten. Also es geht wirklich nur. Und nach oben geht auch nicht mehr, weil wir sind so krass eingestanden. Oh fuck! Da standen auch noch was, Flak. Sorry, die habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, ich glaube, wir sollten da kurz aussteigen. Ja, zumindest muss halt die zu holen. So, es war schon mal nicht schlecht. Ich meine, es war eine Stunde weiter.
hat noch ein Blatt gekriegt. Nein. Dann nicht. No. Hey. Ob das die Jacket und den Schirm, die Tiefel mal gerissen sind. So. Wieder hier hin. Achtung, Flak! Ja, ich bin schon fahren. Der ist schnell. Den hab ich. Ah, ja, der hintere war der Flak, sorry. Ich muss nach, ich hab kein Ding von mehr. War grad, bin ich grad vorgefahren. Die Hitze, okay. Leck mich am Arsch, ey. Okay, also die Flakgeschütze müssen wir anders abholen, ey. Wenn wir da kein... Also wir machen es links, rechts, machen wir jetzt. Ja, und dann steigen und wir dann aus. Und dann hoch uns die Flakgeschütze. Und fahren wir da wieder hin, wo wir jetzt sind. Und schwimmen wir uns alle so. Das stimmt richtig. Flak. Siehst du, was der Grunt aussieht? Ja, total, oder? Vorher haben wir uns auch Kinder gemacht, der Große gefahren. Hä, wo kommt der Große her? Der war auch gerade nicht da. Nee, den haben wir wieder vorher gekillt, vorher auf den Großen. Ach so. Dran. Natürlich. Jetzt habe ich ihn schon kaputt. Junge, das ist die Altmod-Daten, weiß ich. Okay. Lauf, da um die Ecke sind jetzt nochmal welche, gell? Auch Jackals. Ja. Das hat das dumme Geschütz so nervig. Ich will ein bisschen in die Berge. Okay, mit Ton. Sind wir da? Ja, sind wir da. Nicht dein Ernst, ich spawn mit einer scheiß Klasse auf den Schuss. Ich schütze es auch da oben. Wie gibt es jetzt am Geschütz? Ja, warte, ich hab einen Flak geschützt. Weggegangen, weil sein Schild weg ist, jetzt geht er wieder auf die Schild. Geht auch nicht. Ecke ist auch. Alter, was kriegt dieser Mann? Ah, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, sind wir da? Oh, ich hab die vorne ja in seinem Feuer, ey. Die Elite hat kein Schild mehr. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Kann er nicht vorfreshen. Bleibst du hinten? Lass mich vorgehen. Bitte. Was ist nicht dein Ernst? Ich bin wieder da. Okay. Ich bleib hinten. Sorry, ich bin wieder da. Okay. Ein Wand ist tot. Der Gold kommt. Alter, den dummen Grum mit dem dummen Blatt geschützt. Oh, ich bin tot. Achtung, ich bin tot. Run. Oh, ich bin wieder da. Du könntest natürlich auch einen Ghost Run machen, gell? Ja, mach ich jetzt auch.
Nirgendwo Fernkampfwaffen. Eine Karabiner. Nein. Ah, aber der Junge hat ja noch seinen Flak geschützt. Okay, Chief, der Dings ist weg. Flakgeschütz ist auch weg. Alter, dieser goldene Liebe ist ja übertrieben OP. Hier sind Dings, Daniel. Karabiner, wenn du brauchst. Ja, aber ich kenn's nicht von goldenen Liebe. Das wäre der ist der Einzige, der uns hier. Der hat kein Schild mehr, Okay, hab ihn. Da hinten ist noch mal einer, gell? Nice. Ja, der war aber nicht golden. Komm, okay. Ich hol mir doch schnell Karabinermunition noch mal. Ja, warte, hier war doch irgendwo hier eine Box, oder? Ja, da sind Karabiner, ganz viele. Ah ja, aber ich hab hier auch einen. Ah, Sturmkarabiner. Ja, also ich hab hier richtige Karabiner. Da könntest du dir. Richtigen Karabiner. Ich kenne keinen von Sturmkarabinern. Da sind noch zwei Stück drin, also müsste auch genügend Munition für dich drin sein. Ja. Müssen wir den Water gedichten lassen, oder? Dann kommen wir ja gar nicht ohne. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, da kommt sowieso die Kreis, wie du schon sagst. So oder so stehen. Der Karabiner ist gar nicht so mittlere Distanz, ist der gar nicht so scheiße. Ja, finde ich auch. Oh, ich liebe noch Karabiner gewesen. Na egal. Ja gut. Boah, aber der Gott, Alter! Hat ja jeder gerade die Traktor-Chips dabei oder was? Gab's die einen Bomber zu verkaufen? Das war tatsächlich drei Grunts. Ja, total, ey. We could always ask nicely. Asking is not my strong suit. Ich hab so viel Flakgeschütze wie hier neben mir sind, aber ein ganz heller Drei liegen. Was war schon wieder? Wirklich so. Das ist nur ein Standard-Waffe geworden. Elite ist tot. Ja. Aber das sind doch Grunts, gell? Da sind ganz viele Grunts. Ja, wenn sie das Ding haben, oh, das kann das ein Opfer. Sniper hab ich. Ich bin aber echt der Fan von dem Karabiner, Alter. Der ist echt nice, gell? Ist hier gut. Da sind nochmal Flakgeschütze und ein grüner. Ich glaube, ein goldener Elite. Achtung. Oh nein, ja, goldener Elite. Schildwehr. Ey, der goldene Schritt. Hab ihn. Oh, egal. Also, der goldene frisst Kugeln, das ist unfassbar. Im taktischen Nachladen-Modus. Ein Schuss aus dem Karabiner draußen nachladen. Allein sind so ein zwei Schläge aus dem vom Massenzieht. Unfassbar. Unrealistisch. Unsichtbare Elite bei mir. Da oben ist er, pass auf. Ich hab bloß keinen Karabiner-Munition mehr. Achtung, von unten kommen wieder welche hoch. Kommen viele hoch. Oder sieht das nur so aus? Die auf einer anderen Seite, die haben wir nicht geklärt, oder? Ja, die soll man noch klären, glaube ich. Sonst fallen wir uns hinterher nur drücken. Okay, ich bin ein bisschen zu mutig vorangeschritten. Ein
Okay, wir haben immer einen Checkpoint gehabt. Hier, da. Und es sind noch mehr, da kommen noch mehr Jackets, da kommen noch ganz viele Jackets. Und die ganzen Bereiche nicht. Oh, fuck. Und so. Okay. Komm noch drei, komm noch drei. So, ah, finally, jetzt bin ich da. Noch zwei an der Wand. Okay, jetzt müssten wir die Seite gekillt haben. Boah, ich nehme jetzt einen Needler mit. Ich weiß nicht, ob das so die geile Entscheidung ist, aber. Also, ich bleib jetzt mal kurz, ich gehe nur ganz kurz mit die Bänke. Jo. Ich versuche da oben mal zu clearen, du bist ja weit weg. Könnt ja immer wieder spawnen. Dropped his camo module. Let's have a look. I'll run a soft patch to it from the suit. Never know what might come in handy. Die Forerunner, die hatten schon so ein Fable für Schluchten und Glas. Nein, ich hab beschossen! Keine Ahnung, von wem ich wieder beschossen musste. Dein Arsch. Ich hab alles geklärt. Alles. Und du hast jetzt mit X kannst du dich tarnen, gell? Ich hab's nicht, aber okay. Hä? Hab ich nicht. Okay. Wieso hast du das nicht bekommen? Ist da vielleicht noch eins? Guck mal hier, bei dem Eliten. Kannst du da irgendwas aufheben? Nee, bei mir ist ja nix. Du hast auch über dem Radar kein so ein Ding, oder was? Nein, hab ich nicht. Ich bin wohl am Radar. There's that phantom signal again. I heard something that time. Hat dich ja gekillt. Sentinels. I wondered when they'd show up. There, Chief. Console in the back. Oh, die haben ordentlich aufgeräumt hier, die Wächter. It's a localized site cartographer. Okay.
In service of Forerunner Shield World, designate Requiem. Requiem? At least we know where we are now. Let's see if it can tell us what the Covenant are so interested in. Huh. What happened? I don't know. It locked up. I'm detecting power fluctuations. Guck mal her, Daniel. Locations. I'll put them up for you. Schau mal, hier ist glaube ich noch so ein Ding. Komm mal her. Ah, ja. Jetzt hast du auch so ein Ding, oder? Jetzt habe ich auch, ja. Ja, die dumme Unsichtbarkeit, wo du wieder sichtbar bist, wenn du dich bewegst. Sei froh, also, dass es sowas gibt hier. Ja, die Fähigkeit in Halo. Oh, die Fähigkeiten in Halo 4 sind nicht so geil. What's it doing? It's all right. This energy is actually a ferroelectric data field. Your shields are just cycling in response to the chamber's charge. Will this bring the cartographer back online? Partially. This type of processing system usually works in parallel. We'll have to locate its twin. Aber hier waren die Wächter da. Genau, wo sind jetzt die Wächter? Wahrscheinlich dank uns, oder? Und die waren doch in Karabin. Also die tun ja ganz so, als ob die... Ja, stimmt ja, die werden ja mehr gekillt. Ich habe auch über ihre ganze Ausrüstung schon platziert. Die waren ja auch ziemlich zügig da, oder? Ja. Mayday, Mayday, Mayday! UNSC AI Cortana to Infinity, please respond. No response. But from the strength of that signal, the Infinity has to be close by. The cartographer should be back online. We may be able to use it to track the ship's location. Ist denn dieser Needler so overpowered, ey? Ja, das denke ich auch nicht, der Needler. Bist du da? Nee, noch nicht. Jetzt hat mich wieder da. Aber der ist jetzt sowas von... Wow. Von allen Seiten jetzt, ey. Oh, taktischer Rückzug, taktischer Rückzug. Ich mach hier nicht mal, wenn es nicht mehr geht. Needler ist krass, ne? Ist übertrieben krass. Aber nur gegen den Master Chief. Ja, ja, also... Ich brauche ein Magazin für den Drunk. Ich brauche einen Trainer. Okay, die Needler Jackals sind down. Okay. Über oben links ist einer oben. Den Drunk. Boah, wie viele sitzen da auf dem Radar auf einmal? Ich bin tot, Achtung, sorry. Also komm ich. Bin wieder da, Da okay. Hinten sind noch super viele. Ich hab die gar nicht gesehen auf dem Radar. Oben auf dem... Ich bräuchte echt irgendeine nahe Weitkampfwaffe. Ich bin tot. Okay. Hier, da.
Dann noch hier Nummer bitte. Oh, er killt mich wieder. Dieser Drecksnigler. Bin tot, bin wieder da. Ja, ich hab den Sniper hier oben gerade gekillt. We can't give the Covenant access to the cartographer. Clear them out. Ganz ruhig, Kontane. Wenn wir hier kommen, dass wir den Scheiß hier weggekommen. Lied ist tot. Ich bin auch gleich tot, Achtung. Warte, komm ich zurück. Ja, warte, ich bin bleib zum Blank zurück. Unten, ja. Okay. Ah, guck mal, Jack, ey. Boah. Da war noch irgendwo ein Elite. Ja, ist hier. Hab ihn. Oh. That's it. Now quick, to the cartographer. Ja, ist ja gut. Mach mal keine Hektik. Ja, total, gell? Wir wollen das Spiel hier genießen. Schnell links, rechts, oben, unten. The cartographer keeps acting like the transmission is coming from everywhere on the planet at once. It doesn't want to triangulate Infinity's signal. But wait. I got it. That can't be right. Scan again. We've already passed through one layer of the planet's surface. It's not crazy to think that someone else made it deeper inside than we did. You mean the planet's hollow? Let me see if I can figure out a way to reach these coordinates that doesn't involve us digging a really big hole. There's a terminus on the far side of the complex. We can portal to the planet's core from there. What? I don't know. If we have a shot at getting you back to Infinity, we're taking it. Okay. Ich weiß nicht, zieht die Schildwelt nicht wie Infinity dann an schon, oder? Ja. Let's get to that terminus and find Infinity. What do you know about Infinity? Not much. She was supposed to be massive, but the project was only in prototype when we left. Das ist einmal ein Schild und keine Unsichtbarkeit mehr. Bin gleich rüber. Musst du bloß schnell. Hey, was machen? Also, bin gleich wieder da. Perfekt. Was? Wo ist Schildaufnahme? Ich habe Ding und keine Unsichtbarkeit mehr. Ich habe jetzt das da. Ah, ich auch. Ich will das Level, dass wir das haben. Ich weiß zwar nicht, ob das geil ist oder nicht. So. Scouts, fortifying the bridge below. Stay sharp. Alter, Ryan, Ryan. Okay, ich weiß, warum wir den Schild haben. Ich weiß nicht. Hä, wie soll denn das irgendein. Wie soll denn dieses Mensch, dass der Mensch möglich ist, zu überleben? Ich bin tot, ne? Ja, ich bin hier oben. Du bist gar nicht mit runtergegangen. Nee, ich hab verbeult von oben, ich hab dich gesehen, hab gedacht, Alter, nee. Ich hab leider kein Karabiner mehr. Er liegt da unten nochmal gleich. Ja, du machst das. Lass mich mal ein bisschen aufräumen. Lass mal Pistole, die klingt aber jetzt hier, als ob sie nicht, als ob sie Projektile verschießen würde.
So, und da noch ein bisschen. So, da sind jetzt noch zwei Jackal. Achso, du bist runtergegangen. Ja, dann gehe ich auch runter. Ja. Liefe, Liefe, Liefe und Jackal und Futter. Was für Liefe und Jackal? Jackal ist tot. Nochmal drei Jackal. Ich habe keine Karabiner-Munition mehr. Ich auch nicht mehr. Ich gehe von Deckung zu Deckung. Alter. Nicht drauf gehen. Oh, der Lied ist gestürmt. Der Lied ist gestürmt. Lied ist, glaube ich, tot. Ja, der Lied ist tot. Gut, dass du es gesagt hast. Da habe ich gerade noch ein paar Schüsse drauf. Lagen. Ja, ich hab nur gesehen, wie er um die Ecke läuft. Und ich hab kein Schild mehr. Durch die Wurst jetzt nicht rum. Sorry. Ich hab bloß ein Ding mehr, wenn ich ein scheiß Schild habe. Ich kann immer noch nicht. Aber ich hab's ja gar nicht mehr. Okay. Immer diese Ausreden. Also ja, immer gestorben, hier kannst du doch trotzdem verwenden. Okay. Du hast recht. Boah, dieser scheiß Sentinel. Ich will die Garantie auf jeden Fall. Aber ich bin goldener. Goldener hat kein Schild mehr. Okay, stopp. Hab ihn. Alles gut. Gut gemacht. Die ganze Plasma-Pistole leer geschossen, ey. Oh, hippig. Was, du hast Karabiner bei dir? Viel. Ja. Nice. Einfach musst du aufpassen. Und tot. Ich bin wieder da. Wo ist der? Ja, genau. Hab ihn. Ja, sehr gut. Ich bin da raus, sind aber Banshees in der Luft. Das gefällt mir ja gar nicht. Wie sollen wir die bitte schon runterbekommen? Ja, vorne ist ja noch ein Banshee. Ach so. Ich bin tot, sorry. Ja. Von oben. Wow, da, Mann, überall ist Glas und dann springe ich in das einzige Loch rein, was da ist. So eine Scheiße, ey. Echt. Du bist tot, oder? Ja. Oh Gott. Überall ist Glas und ich habe mir. War 100% immer da. Bestimmt Glas. Bin immer noch nicht da. Ne, jetzt bin ich wieder. Bist da. Du? Jetzt bin ich wieder da. Da bin ich reingesprungen. Sau viel Glas, ey. Geht mir jetzt auf den Sack schon wieder. Boah, Kopfweite mit dem Benji. Jawoll! Bin tot, noch Achtung! Oh, ich dachte auch noch. Jawollo! Nice Stein! Wow! Okay, mit Plasma-Bombe habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ah, Sniper lebt wieder. Ja. Jetzt, also einer von uns in der Luft ist, der andere echt super vorsichtig sein. Ja. Nee, nimm du, das hast du super gemacht. Wie gesagt, wenn ich nicht so dumm wäre und nicht in das einzige riesengroße Loch, was es da gibt, reinspringen würde, wäre es auch gut gegangen. Gießt man denn nochmal die Plasma ab? Ich
glaube, mit Y kannst du wechseln. Ah ja. Okay, so der erste Benji. Alter, Flum, ich bin tot, mich hat eine Flak getroffen. Bist du wieder da? Ich bin wieder da. Ich hab eine One Flak getroffen. Da ist, glaube ich, ein Raketenwerfer. Ja, da steht ein Raketenwerfer. Von unten. Ja, cool, Banker. Ja, ja, willst du den haben? Hier ist auch eine Schrotflinte. Ja, wo ist der Bench? Ich glaube, der ist nicht gelenkt. Ja, ich brauche keine Lenkraketen. Er ist weg. Ich bin der Chief. Hier sieht die Shotgun aber auch am beschissensten aus, oder? Ich krieg Feinde auf meinem Haar und das Segen. Checken, wie viel die aushalten. Die Schrotflinte ist auch komplett useless geworden. Total, gell? Ja? Yo, Alter. Ich bin tot. Ey, die Schrotflinte ist komplett useless. Wer noch nie, Alter. Bin wieder da. Lass mich vorgehen, ich bin tot. Lass mich vorgehen, ich bin tot. Okay. Okay. Lass mich trotzdem vorgehen, schnell, den hole ich mir. Komm, doppelt. Ja, komm, doppelt rein. Nice, hab ihn. Sehr gut. In den Rocken dann sind wieder mit. Sicher, sicher, man weiß nicht, ich hab nur eine Rakete verbraucht. Chief, the Covenant net's going crazy. They're ordering all units to converge on the tower. I guess we got their attention. Okay, der Phantom haut ab. Da ist ein Bench, ein Ghost. Ich hab nur noch drei Schüsse. Wo ist der Ghost? Wo ist der Ghost? Da an der Seite. Du kleine Snitch, ey. Ich will die Rakete nicht verschwenden, warte. Okay, ich bin tot, aber der Ghost ist auch tot. Okay, nice. Ich bin wieder da. Meine Rakete mehr rüber. Oh, wie mein Sohn, ich da. Wir haben nochmal einen Ghost. Ich bin tot, Achtung. Hab ich. Okay. Boah, das war ein guter Call, ey. Ich bin gerade richtig auf den Ghost gegangen. Das war... Das war da eine Waffenlage. Oh, dieser Drecks-Sniper! Sorry, ich bin schon wieder tot, jetzt bin ich wieder da. Da oben ist ein Sniper, ey. Hätte ich einen Karabiner halt. Ah ja, ich seh ihn. Boah. Pass auf, der Niedler. Und ich neben dir stehe, macht der Niedler vielleicht Schaden und er explodiert. Ich wollte jetzt das Cypher irgendwie voll gerade hochgehen und ihn killen. Sorry. Alles gut, war zu spät. Doch tot irgendwie. Ghost habe ich. Den ersten Ghost habe ich. Und der zweite. Ich bin noch ein Ghost.
Zweiten Ghost habe ich auch. Sniper ist tot. Okay, Ghosts sind beide down. Okay, ich hab hier einen. Oh, Achtung, Knopfergranate. Ja. Das heißt, die Schütze sind auch gar nichts. Alter, ich krieg hier sofort mit. Die Wichser gleich ihre Pfefferwaffen aufladen in der Waffe. Ich bin tot, hab mich selber getötet. Sind wir da? Oh, warte, was? No. Sind wir da, alles gut. Ich war richtig. Ich bleib zurück. Mit Boot. Hier wäre noch ein Ghost. Aber einmal ein Trommelwagen und hab ich reingesprayt. Ah, der Elite kommt runter, der Elite kommt runter. Oh, ich hab mich gekillt. Ich bin in seiner Granate gespawnt. Der wird uns, Hab ich. Ah, naja. Da ist ein Jackal. Ach, du Sniper auf der Welt. Lass sich beide holen. Ich bin tot, Achtung. Online. Geschütz ist kaputt. Ich war gerade stumm, Leute. Sie sind auch gegen mich. Nein, wir waren so gut. Oh. Das schaffe ich noch. Oh, bin wieder da. Bin wieder da. Oh. Oh Gott. Oh. Gut, wir chillen. Safe, denn. Oh, das ist immer noch mit. Oh. Wir müssen Sniper rechtlos werden. Ja. Oh, der hat mich in der Luft gesniped. Ich bin tot. Der hat mich in der Luft gesniped, ey. Die Drecksau. Bin wieder da. Okay. Dann ruhig jetzt. Hey, was ist das für ein Sniper? Ist das American Allianz Sniper oder was? Der hat auch ein PTDS. Safe. Der war schon auf Twitch dabei, weißt du? Der war schon auf Puzzles dabei. Ja. Er ist 30 Jahre alt. Hey, ist vielleicht ein Strahlengewehr? Ach, ich weiß nicht. Ich würde gerade sagen, ein Strahlengewehr gar keine Suchfleckidee. Ich sehe jetzt keine Feinde mehr. Ich dachte, die sind mittig. Das war ein Elite gewesen. Und war ehrlich. Ah ja, da. Bin tot. Das war gerade ziemlich schrecklich. Ey, ich komm diese Anhebung raus und krieg sofort eine Plasma-Granate in die Zeit. Ja, aber immerhin brauchst du nicht 3 Jahre zum Spawnen, ey. Das gibt's nicht. Ich bin noch. Nee, nicht noch. Aber es fehlt nicht viel. Ich bin 2 Tippen neben dieser Erhebung, ey. Ich hol mir den Elite, bleibt hier unten. Elite ist weg. Warte. Okay, gut. Also ich wieder Flakwerfer. Ich wieder hier Flakwerfer gehabt von den Boys, oder? Oh, schau mal, oben drüber sind ganz viele. The Elite just issued a general order. They're moving all ground teams to secure the tower entrance above us. Hast du Granaten? Ist ja schön. Nee. Schwert. Hab ihn gut gemacht. Ach, Phantom. Boah, hab ich einen Schiss bekommen. Ich hab bloß ein Schwert gehört, okay, ist jetzt da hinter uns. Links ja, und rechts sind genau, welche, hey. Komm, wir gehen nach links. Rechts. Ich wollte es gerade sagen, ja. Du bist links, Leute. Melissa.
Granate. Ich bin tot. Ach, du warst auch tot, scheiße. Ja, sorry, also ich hatte das gesehen. Nee. Kennst du das, wenn du gerade nach oben springst und oh nein, jetzt müssen wir das wieder so machen mit dem Schwert. The Elites just issued a general order. They're moving all ground teams to secure the tower entrance above us. Schwert hab ich gekillt. Was? Ach so? Gott, ich hab gemeint, der ist in dich reingefallen. Der ist jetzt aber tot, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Er ist tot. Ich hab's entsperrt. Soll mal links gehen, komm. Rechts ist selbst. Diesmal richtiges Links, okay. Über uns. Du wirst über uns gekillt. Du wirst von hinten über uns gekillt. Okay. Da auf dem Vorsprung. Noch richtig unfair ihren Heilgrund aus. Ich bin tot, scheiße, sorry. Ich auch. Die sind wieder gleichzeitig gestorben. Oh nein. Ich war gerade noch hinter der Deckung, da kann ich danach. Ja, okay. We're about to have our hands full. Klüger. The Elites just issued a general order. They're moving all ground teams to secure the tower entrance above us. Effektiv. Oh, zurückfallen lassen. Oh, komm jetzt nochmal rechts. Oder links, okay, dann links. Wir können auch rechts. Aufpassen, hinter uns, über uns, das ist die Truppen, weil da werden wir die Truppen abziehen. Ich glaube, ich habe den Eliten. Ich weiß aber nicht. Ich glaube auch, weil die ganz fliegen. Ja, der Elite ist tot. Der ist. Komm, noch mehr. Sniper. Hab ich gesehen. Sniper. Sag mir, wenn du wieder da bist. Oh. Ja. Jetzt. So, ich gehe um die Ecke, du bleibst hinten. Sniper ist down. Ich bin auch down, pass auf, da ist ein Jackal, der. Ich hab jetzt einfach wieder. Okay, bin wieder da. Ich bin einfach nur auf den Sniper gegangen jetzt. Ich fast noch bekommen. Den Karabiner. Oh, nicht dein Ernst. Ja, okay. Oh, geil. Nein, ach, Sturmkarabiner. Dann bleib ich beim Liedler. Wart auf den Phantom. Den Phantom ist weg. Ich komme wieder. Drei Schießen. Mein Lied ist weg. Was? Ah, stuck. Ich will da gegen was kämpfen die? Zweiter Elite ist weg. Die kämpfen gegen irgendwas. Wächter oder was? Oh, Wächter, geil. Oder sind Jäger. Warte, ich bin Jäger. Ich hab einen Sniper. Könnt ihr den Rücken schießen? Ja, jetzt nicht mehr. Ja,
Wächter könnt ihr mal den Jäger angreifen, der auf die Schaut dann gefällt. Kann ich nur seinen Rücken. Oh, ey. Bleib du mal unten. I'm detecting a lot of Covenant activity around the Terminus' location. We should probably get there before it gets any more popular. The Sentinels are trying to keep the Covenant out. Warte, den zweiten habe ich auch gleich. Hab ihn. Sehr gut. While you were busy, I managed to clear up another transmission from Infinity. Boah. Sounded like he said artifact. I wonder if it's related to whatever the Covenant are. Where's the Terminus? The map placed it at the top of the tower. Aber er kommt trotzdem gut durch. Ist dafür, dass es legendär ist? Ja. Das ist doch nicht scheiße. Und wo bist du jetzt, bitteschön? Ja, das weiß ich auch. Teil, diese Cutscenes, ey. Ich habe mitbekommen, was sie heute gesagt haben. Nee. EA tut jetzt den Support für Battlefield 2042 jetzt auf. Oder DICE, ja. Die wollen sich auf neue Projekte konzentrieren. Oh, und wann lernen eigentlich Cortana und Chief nicht jeden scheiß Knopf zu drücken? Er ist der Reclaimer, das ist doch. What? When I tried to access the outlet closest to Infinity's transmissions, the system responded with this. Naja, Cortana ist ja Halseys Klon, ne? Oder ihr aus dem Gehirn. Halsey ist ja auch so übertrieben neugierig, oder? Ja, stimmt schon. Humanity. That's got to be Infinity. Can you get us to those coordinates? Let me try to open a portal. Cortana. I'm picking up unknown energy signatures. Where? This can't be right. Set a waypoint out of the tower. Cortana? How did... Quick! Into the portal! Chief, go! What were those things? Some sort of advanced defense AIs. Related to the Sentinels, I'm guessing, but it's hard to say without a closer look. Come on, let's figure out where that transit system dumped us. Put me in the console. Auch das steckt dich ganz gerne in die. Auch das sieht doch so geil aus hier, oder? Diese innere von dem Planeten nochmal. Where's Infinity? This is Requiem's Coral. Der Master Chief steckt sie auch in jede Konsole. Genau, immer wieder, ey. Der alte Matrix-Hacker, weißt du? Der ist nur froh, wenn er irgendwo... Das Satellite ist weil die Cortana wegsteckt. Perhaps. Those beams coming off it are creating the interference we've been experiencing. We'd have to take them out to contact. Des 23. Jahrhunderts, wie verdummt die Menschen. Opening a gate to the first beam pylon. Pull me, and let's go.
Pull me. Ja, raus, rein. Raus, rein, hoch, runter. Hey, die macht einen Stress hier. This is the first pylon. Negative. This is as close as I could get us. Hope you don't mind hoofing it a little. Contacts! Oh, die Nervendinger. Boah, die sind bestimmt super nervig. So, das war's gut. Das läuft nicht mit, gell? Das bleibt einfach nur stehen. Ach so. Wie dumm. Ein bisschen so maßlich erwartet, was ist das? Nee, das wird an einer Stelle stehen. Ich sag, das ist eine Mass Effect-Zeitlinie, weil die Menschen in der Tower AIs. They're connected, all right. Da war auch einer ganz stolz auf die Button-Press-Animation, gell? Also auf die Knopfdrück-Animation. dass sie wirklich überall ausgeführt wird, gell? Es ist ganz wichtig, dass man die zwei Finger vom Master Chief sieht, wie er diesen Knopf drückt. Nicht so einfach. Weißt du nicht, das machen sie, um die Ladezeiten zu kaschieren, früher? Könnte schon sein, aber. Oh. Four of them. Similar phasing activity at the edge of our sensors. We're about to get busy. Der Typ, der das gemacht, der das animiert hat, wo ich gedacht habe, geil, davon brauchen wir mehr. Wir müssen nicht Knöpfe reinbauen. Ich habe an dieser Animation so lange gebraucht. Denk daran, die Fliegedinger als erstes kaputt zu machen, ja? Ja, ich habe hier Hunde. Wer da Hunde digitalisiert, das ist auch Mensch. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich stelle halt die richtigen Fragen. Oh, der war ein Magnum. Ich bin tot. Was? Ich würde sagen, vorher die Taktik hinten. Oh, ich. Also nicht der Taktik, aber der. Mann, der wird nicht. Oh. Ich hätte kämpfen sollen. Ich hätte kämpfen sollen. Denk daran, an den Automatikgeschütz, dass du es auch mal setzt, gell? Ja. Ich kann wenigstens ein bisschen helfen. Fliegedinger heilen den, oder? Ja, die Fliegedinger werfen vor allem die Dings zurück. Granaten und so. Ist tot. Prometheus. Ich habe keine Munition mehr. When the big ones explode, that momentary flash we're seeing is actually a data purge. Can you tap into it? So far, I've pulled multiple strings referring to the big ones as Promethean Knights. Beyond that, though, things get a bit dense. Munition haben die hier auch nicht. Ja, nur von hier. Drücke. Ja, wie cool, dass die Waffen sich zusammensetzen.
für tot, scheiße. Wo auch immer. Wieder da. Besser als das komische SMG-Gewehr da. Gewehr? Okay. Muss ich eher die Handfeuer benutzen. Hä? Okay. Also, teleportiert der Witz gar nicht. Bin tot. Wieder. Dann war das am Handy kurz. Weg zu teleportieren, du kleine Schnitzel, ey. Wieder da. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Die Waffen machen halt auch so wenig Schaden irgendwie. Denk ja dein Schiff geschützt, nimm das mal wieder. Fliege. Togo. Hey, macht ja gar keinen Schaden hier irgendwie. Ja, oder? Da hat das menschliche Gewehr ja mehr Schaden gemacht. Fliege, die liegt mir so auf den Eier. Ja, weil wir bräuchten echt so ein geiles Kampfgewehr oder so. Oder zwei Fliegedinger, ja. Die sind jetzt schon nervig auf legendär. Nervig. The relay interference is increasing. We must be getting close to the pylon. Dummgewehr, ey, das gibt mir so auf den Sack. Wow! Die Kleine. Das Hundi, das ist doch weg von mir. Wenn du recht getan. Der ist auch somalisch digitalisiert, hä? Ach ja,
Wenn du jetzt wüsstest, du könntest damit uns fertig sein, würdest du mich digitalisieren lassen? Ich bin tot. Weiß nicht. Was? Du meinst, ob ich mich digitalisieren lassen würde oder der Hund? Ja, also jetzt nicht wie in so einem Krieg-Szenario, aber wenn es jetzt möglich wäre, man könnte den Menschen mit Regeln und so einfach digitalisieren. Also jetzt auch nicht jetzt, vielleicht auch erst, wenn du jetzt älter bist oder so. Kommt drauf an, ob ich ein Bewusstsein hätte oder nicht. Boah, der Knight hat mich aber sowas von aus dem Leben geholt. Bin wieder da. Du bist tot. Nee, ich bin da. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich auch tot. Danke, war ein guter Fall. Ja. Ich bin gleichzeitig, geh drauf. Der hat eine Shotgun oder so, hey. Nein, sind wir nicht, glaube ich, nicht ganz am Anfang, oder? Nicht dein Ernst. Nee, oder? Doch, wir sind wirklich ganz am Anfang gespawnt. Doch. Nein. Doch, wir sind ganz am Anfang. So ein Dreck, ey. Boah, das ist ja aber nicht gut. Ja, das ist schon frecher. Das ist ein frecher. Das ist ein frecher Kontrollpunkt. Ich hab mir gerade gekillt. Ja. Aber ich hab nicht viel, ist ja auch scheiße. Machen ja gar nichts mit den Waffen. Machen ja gar keinen Schaden. Ja, aber ich hab bloß noch die, das ist mein Problem. Ja, ich auch. Ich muss schnell auf Suche gehen. Ich habe keine Munition mehr für gar nichts mehr. Mann, diese Back-Teleportiererei ist so ein dicken Weg. So, einen haben wir schon mal. Ja, ich hätte auch jetzt die Trennung zu für nichts mehr. Über was? Sturmgewehr? Ja, das ist cool. Okay. Bist du nicht da hinten, ja? Okay. Hier, ich spiel grad ein bisschen offensiver deswegen. Ja, ich komm, ich hab keine Schuss, weil ich komm. Nee, bleib du hinten. So. Affen. Soll ich dich töten, dann hast du wieder eine volle Handfeuerwaffe. Ich hab dein Auto geschützt, mach das auch wieder an. Mann, das ist so ein Scheiß. Ich geh rein, dann komm mal zurück. Wieder passiert. Oh ne, doch nicht. Besser. Eine Geburt. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. The relay interference is increasing. We must be getting close to the pylon. Passen rechts an der Wand sind auch ganz viele von dem Handy.
Ich kann dein Auto geschützt. Night. Ja. Mann. Ja, es ist einmal gesagt, dass ich kam. Hab den Schild da perfekt. Haben wir den Knight? Ja, der Knight ist. Ja, okay. Okay, die scheiß Drohne noch. Und das ist eine Drohne. Boah! Drohne ist tot. Solange wir die Pylone nicht deaktivieren. Was that distortion? That's me. Something about moving through those portals is increasing the load on my systems. Are you gonna be all right? Don't worry. Held off rampancy this long, haven't I? Oh, jetzt ein paar geile Waffen werden jetzt schön. Oh nice. Ah, hier ist noch ein Ding. Hier ist noch. Weiß nicht, aber das Lichtgewehr ist halt auch nicht so geil, ne? Das Lichtgewehr hat halt super wenig. That's the target, but it looks like the entrance is shielded. Let's figure out how to take it down. Oh, scheiß Drohnen, dass die auch noch im ersten Treffer weghauen. Ich bin wieder da. Ich bin gleich tot. Bin tot. Ich probier mal was. Ich bleib mal bitte kurz. Ja. Endlich. Von dem Knight nicht aufgelinkt. Ich dachte, das würde mehr Schaden machen. Einer von den Robotern, die fast jedes Mal so krass viel Zeit kostet, ne? Achtung, links, rechts, genau. One of the shield's power cores. Take it out. Let's go. Wenn ich will runterkommen soll, sagst du es, gell? Nee, ja, ist gut. Hab ich. Ich schalte mal den Energiekeller aus. Halte ich den denn aus? Unten drunter ist der, glaube ich, oder? Ich muss unten drunter reingehen. Ah, ja. I read two more cores on our level. Hit them before you climb all the way up.
Du fragst, wenn ich mitkommen soll. Ich stehe hier immer noch in Respawn-Position. Ich werde gleich sterben, ja. Treupunkt gespeichert. Nice. Wir haben so einen Treupunkt. Jetzt kommt die Runde. Okay, jetzt dann. Boah, das ist schon wieder so ein Dachgitter. Die Hunde kommen ja auch klar, ne? Ich hab ihn kaputt geschlagen von hinten, diese Geister. Das müssen wir nachher machen, ey. Da kriegst du wieder eine andere. Prozess nochmal. Ja, ich weiß, Katana, ich bin der Geister. Kleine Schnittstrohne. Das bleibst du mal da, ey. Ja. Die Drohnen finde ich sogar am nervigsten. Ja. Weißt du das? Die sind, die sich auch zurückziehen, nachdem sie ein paar Treffer haben. Neben mir hat sich direkt zu mir hin teleportiert, ey. Renn doch! Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Du kannst doch rennen, gell? Das weißt du. Ich renne doch. Achso, das sah so aus. Aber dann kann ich nicht springen. Okay, einen habe ich. Jetzt nochmal eine. Nochmal zwei. Boah, wir haben drei Stück auf einmal, das packen wir nie. Kontrollpunkt. Können ein bisschen auf den Sieger. Kontrollpunkt. Ein Fliege den kaputt gemacht. Ich bin tot. Komplett weggeschleudert. Ich bin tot. Was ist spät? Ich war mitten im Kampf, aber wir hatten ja gerade einen Kontrollpunkt. Ja, ist gut, sorry. Wir werden Kontrollpunkt. Einen habe ich weg. Ja, ich hab den anderen von hinten weggeschlagen. Ja. Oh, von hinten sind die bei One-Shot, ne? Ja, aber um die rumzukommen ist halt auch nicht immer so. Und wo müssen wir jetzt noch was machen? Wir müssen auf den Turm auf. Wir hätten die ganze Zeit nichts mehr machen müssen. Ich hab das schon kaputt gemacht. Tot. Ja, ich bin leider in der Granate gestuckt. Oh, da waren ja. Ich bin wieder da. Nice, kommt. Was? Achtung! Hey, dem deine Schrotflinte macht nicht One-Shot, wenn ich dir mit deiner Schrotflinte auffremd. Bin gleich da. Wir schießen mit Popcorn und die haben wir. Komm, ich lenke ihn ab und du musst von ihm kommen.
Ich bin tot. Ich konnte nicht weg. Warum bin ich einfach runtergesprungen? Warum? Oh nein. Ja, den nervigen Kontrollpunkt, den haben wir natürlich. Ich bin tot. Ich wollte jetzt hier wieder von hinten holen. Ich dachte, du beschäftigst dich. Du bist hier im Laufen. Okay, einen habe ich von hinten, oder? Jawohl. Aber einen von hinten gekillt. Lebst du noch? Ja, ich habe ihn von hinten gekillt und lebe noch. Ja. Oh, habe ich auch von hinten. Da ist ein Stein. Die beste Taktik ist, die abzulenken und ja, dann. Ich glaube auch nicht. Dahin. Weil das ist ein anderes richtige Munition. Wir müssen jetzt den Knight, das machen wir jetzt genauso. Einer lenkt den ab. Ich auch Geschütze platzieren. Okay, warte, Geschütz. Wo ist er? Er teleportiert sich, ich weiß nicht, wo er ist. Er ist mich tot. Renn! Renn runter! Danke! Ja, warum stürzt du auch die ganze Zeit? Ja, weil der sich genau vor mich hin teleportiert hat. Was soll ich denn machen? Ja! Dein Mann! Und dann hat diese blöde Animation nicht getriggert, obwohl ich genau hinter ihm stand. Ich hab einen von denen. Du gehst doch einfach nur und dann, und dann Nahkampf, oder? Ja, hab beide. Easy. Du musst halt genau hinter ihm stehen, dann kriegst du die Animation. Aber ich glaube, der Knight braucht zwei. Die anderen krieg ich normal. Okay, er ist da. Verwirrt, der kämpft gegen mein Geschütz. Der Kontrollpunkt hat dein Maul. That's Requiem. They're not inside at all. They're moving into orbit. Wir müssen das Geschütz mehr platzieren, weil die lenkt das ab und dann können wir sie von hinten killen. Weil dieses ganze Schießen auf meine Klopp-Animation. They must have intercepted our distress beacon. The beacon was pulled into Requiem with us. If they try to follow it, they'll get caught in the gravity well. I'll keep trying to warn them. You just get that beam down. Der Strahl. Es ist einfach. Geile Strahl. That's the beam control. On it. Der Typ, der den Knopf gemacht hat, versucht auch die vier Animationen zu machen. They haven't hit the gravity well yet. There's still too much interference to warn them. We've got to disable that other beam before they're pulled in like we were. Neue Pylone, I was wondering why Infinity hadn't encountered the Covenant yet. What are they doing here? They're heading to the second pylon as well. That can't be a coincidence. Sounds like the Prometheans don't want the Covenant here either. The battle net's already lighting up with reports of resistance all around the pylon. The battle net. Da hat Blizzard wieder zugeschlagen mit dem Battle Net. Die spielen alle World of Warcraft Drop hier. Oh. Oh. Endlich wieder ein Gegner-Typ, den ich verstehe. Ja, vor allem endlich wieder ein Gegner-Typ, der richtige Waffen droppt. Und mich einfach so weglassen.
Boah, kann ich hier irgendeiner mal... Bevor du den ganzen Krieg in die Menschheit überlebt und dann landest du hier als Ding, als Allianz und dann, als Grunt, dann wieder neben dir so nichts wert ist. Oh, komm mal, eine schöne Granate von hinten. Was du bist oder was? Nee. Das war so eine Linie hier. Aber die Blutwaffen wiederum gar nicht mal so kacke. Ich bin schon wieder tot. Ach, unser Freund, der. Der Freund, der Rogo ist wieder da. Der Ritter des Rechts. Den Bösen geht. Ich setze eine Granate. Tot. War zu optimistisch. Boah, der ist ja gar nicht da. Ich dachte, du bist da. Du lenkst ihn ab, ich schaue ihn drin. Das ist viel wilder für dich, man kann diese Tunnel bitte. Oh, okay. Du hast ihn nicht mehr abgenommen, oder? Ja. Er hat sich irgendwie gerade in die gleiche Sekunde wie mir umgedreht. Hast du gesagt, dass du denkst, ja. Okay, lenk ich ihn ab. Hab ihn. Oh, hab ihn. Oh nein, boah. Gott sei Dank, ey. Die scheiß Drohne wollte ihn gerade wieder beleben. Drohnen so sehr. Die, auch vor allem dieses Wiederbeleben ist so ein Drecksmechanik. So, wo müssen wir jetzt hin? Checkpoint! Wir retten noch die Elite, oder? Wow! Achtung, da ist so ein Riesenbeben. Oh, der hat drei Drohnen, ne? Das war auch spannend. Ja, und diesen komischen Beben da. Ich bin tot, ich hab das Riesending, was du gesagt hast, gekillt. Ich bin wieder da. Gut, Alter. Wieder da. Okay, ich hab den. Also das ist eine sehr optimistische Position für ihn. Also er hat da echt bessere Chance als wir. Bergauf, Drohnenunterstützung, Laserwaffenunterstützung. Also die große Laserwaffe habe ich kaputt gemacht. Ah, sehr gut, okay. Dann sollten wir mal deine Kackdrohnen noch zerstören. Eine Drohne habe ich. Ich bin Boxen. Ja, ich bin tot. Ich bin tot, so. Ich bin wieder da. Ich bin komplett woanders gespawnt. Ja, ich bin einfach runtergesprungen. Ich hatte keinen Bock, dass der ja, uns jetzt kriegt. Ja, ist gut. Wir sind jetzt gerade so weit. Ey, das gibt es doch nicht. Okay, nächste Drohne ich kaputt. Die Pistole bräuchte, die Visierung bräuchte. Ja. Dritte Drohne weg. Boah, jetzt muss er der Scheiß. Boah, jetzt auf ihn. Boah, ich hab keine Munition mehr für gar nichts mehr. Hab ihn. Nice. So.
Boah, aber die drei Drohnen waren schon unnötig ohne Ende, oder? Ja, aber ist das... Also ich hin teleportiert? Keine Ahnung. Neben dran. Okay, danke fürs Killen. Sehr gerne. Ich weiß, ich bin hier um zu dienen. Check and serve. Er ist an der Ecke. Er ist AFK. Flo. Oh. Noch AFK. Ich bin weitergefahren, okay. Okay, war eine scheiß Idee. Das war eine richtige scheiß Idee. Ich hab gedacht, wir können jetzt einfach durchboosten. Vielleicht sollten wir das auch einfach machen. An allen vorbei durchboosten, Rudes. Okay, okay, okay. Komm in mein Ghost. Ich bin vorbeigerannt am Ghost. Ich bin am Ghost. Also man sieht dich. Ciao. Ciao, ciao. Ich bin doch. They found the opening. Ja, ich bin doch bei dir. Hier ist auch noch ein Ghost, wenn du willst. Ja. Aber doch nicht gut, oder? Ich hab doch gesagt, lass uns einfach durchboosten. Ja, aber ich hab's geschafft. Wo warst du? Ich hab vorne mit dem Knight gekämpft und gesagt, ja, wenn du es nicht schaffst, dann hab ich noch mein Leben frei, versuchsfrei. Jetzt hin. Aber das ist wieder Energiezellen. Boah, Banshees sind auch da, klar. Logisch. Achtung, das sind Banshees, ich bin tot. Ich bin tot? Ja, logisch bin ich tot. Drei Banshees haben mich abgefangen, hey. Mann, ich hatte eine Energiekerne fast gesichert und dann stirbst du. Das tut mir wirklich leid. Wenigstens für meine Kontrollpunkt. We better get up to that relay and fast. Hanna redet auch die ganze Zeit nur von Öffnungen. One Ghost. One Ghost hat mein Ghost, ein Grunt hat mein Ghost gecovert. Was? Ja. Das hat Rex Banshee. Ein Grunt hat gerade mein Ghost gecovert. Während du drauf saßt. Ja. Wann können die denn sowas? Wer hat denn den Spy gebracht? Wer stimmt das hier nicht? Wenn wir den schnell genug gekriegt hätten, hätten wir den Ghost haben können. Müssen wir nachher mal probieren. Den Bandy haben können. So. Wir müssen nachher gemeinsam rausfahren, dann können wir den killen, den Elite, dann kriegen wir dem sein Bandy. Weil der spricht, der steigt dann erst voll spät ein. Ist noch ein frischer Ghost, wenn du den haben willst, gell? Ich bin tot. Der Benji-Pilot killt mich, oder?
wieder ausgewichen ist. Kleine Wichser, ey. Da nicht! Tot. Oh Mann. Geh mal zur Türe kurz. Die geht nicht mehr auf, ne? Ja, aber geh einfach weiter weg von irgendwas. Geh hinter zum Ghost. Ich bin der Benji da. Verfolgt mich. Ja, bin da. Was soll ich machen? Aber ich habe eine Plasmapistole. Wenn er jetzt runterkommt, dann kann ich ihn stunnen. Ja, der wird mich jetzt gleich killen. Was? Wie schnell wird denn der? Ja, toll, diese Drecksplatte. Oh mein Gott. Ich will gar nichts mehr. Auf dem Berg ist auch nochmal Action. Ja. Ey. Ich bin tot, sorry. Ich kann das noch ein Geschütz. Sind wir da? Mach mal hier den Punkt. Power core down. Shield weak. Still online. Take out the other power cores and access the pylon. Hab ihn. Elite tot. Diese Scheißbänke. Denk an deinen automatischen Schütze, ey. Wir sind gut für die Kleinen. Oh, wo ist eigentlich die Flat, wenn man sie braucht? Hier nicht auf der Schnittwelt. So. Tot. Oh, das ist dieser. Sag mir, wenn du wieder da okay. Pass auf, unter uns kommt die Elite. Da. Komm zu mir. Vielleicht brennen sie mit dem ganzen Lebensfeld. Ich bin tot. Geh ins Haus rein. Du bist nicht tot. Du bist nicht tot. Okay, wir haben einen Checkpoint gehabt. Oh, okay. Bin tot. Bin da. Bin tot. Ist tot. Leute machen den halt jeden Punkt kaputt. Job, Chief. Es fehlt nur einer. Benji, ey. Ich mach den dritten jetzt einfach kaputt. Jo, ich komm mit dir. Oh, bin tot. Oh, scheiße. Nein. Einer muss in Deckung bleiben. Ja. Dann können wir einfach zu den Turm gehen. Ich bin wieder tot, ne? Also du ja, auch. Ja, ich bin dann auch gestorben. Los. Ich bin tot. Boah, das gibt es. Scheißcode, ey. Ah, von da, wo wir spawnen, kommt dann später eine Elite runter. Flieger machen, immer wieder zurückgehen, so eine scheiß Ghost haben. Mal von hinten von Elite erschlagen lassen.
Und den Elite von hinten. Der kommt jetzt gleich. Irgendwie. Ja, ich komm mit dir hoch, warte. Ich hab ihn. Aber hier ist irgendwie noch mehr. Nee, ein Karabiner. Nice. Achso, ich schau. Ich hab gerade gehört, der wäre ein Kampfgewehr. Ein Battle Rifle. Bleibst du mal da, wo du bist? Ich probier mal was, okay? Okay. Ich spawnen kann. Ich versuche jetzt einfach nur die Dinger kaputt zu machen, da irgendwie zu treffen. Ich bring da jetzt schnell hin. Hab eins. Werd zwar sterben, den zweiten werde ich nicht schaffen, aber ich. Okay, einen habe ich geschafft. Jetzt mache ich den zweiten auch genauso. Ich spring von da oben. Ja. Haben wir wieder Kontrollpunkt. Den dritten. Shield should be down. Get up to that. So, pass auf, wenn du um die Ecke gehst, ist eine Elite. Den wollte ich jetzt nicht triggern. Tot. Hab ihn. Tot, bin wieder da. Okay. So, jetzt müssen wir wieder den Turm hoch. Komm. Oh, ja. Das war doch jetzt besser, als sich die jetzt alle wegzukämpfen, oder? Boah, diese Banshees sind so nervig. Wir tun das Spiel schon gut so. Ja, aber die Banshees sind ultra nervig, oder? Kannst du nicht machen. Ich glaube, du musst am Anfang diesen Banshee kapern. Ja. Weißt du, du musst den killen, bevor der zum Banshee kommt. Und dann hast du nur einen Banshee. The planet's core? They know we're here! Infinity, this is UNSC AI Cortana. Do not approach Forerunner Planet. Repeat, do not approach... UNSC Asset. Fordun to Dawn. We read you, but you're breaking up. Help. Increase speed by 0.7. Get us in there. Negative, Infinity. Do not enter the planet. If you can hear us, keep transmitting. No, Chief, you've got to get that beam down now. Reif rein und hol es raus. Zu spät. Cortana to Infinity. Do you copy? Come in, Infinity. The interference is gone, but your suit's transmitter's not strong enough. Route us up to the relay satellite. Already done. Go. Once we're on the satellite, there's bound to be a central control point. The Covenant are moving towards the relay too. This doesn't make any sense. Why would they care about a broadcast relay? I'll handle them. You just find us that control node. How soon till Infinity hits the gravity well? A minute or two max. The Covenant are making a push for something on the far side of the satellite. Knopfanimation. Ja. Wir wollen den Klöpfen. Was für ein Schwören. Der Elite hat ein Flakgeschütz. Achtung. Ich bin tot. Ich überlege, ob wir nicht rechts hoch, rechts oben lang gehen. Also da. Yes. Now we just have to warn Infinity before it's too late. Alter, du Gott, du junger Gott. Das war jetzt geil, ohne Scheiß. Respekt. Drei Eliten. Ging jetzt besser und schneller als gedacht. Ah, oh, da ist kein Knopf. Was machen wir? Ohne Knopf können wir nicht mehr. Kann man noch keine Tür öffnen. Ah, hier ist offen. Wo ist offen? Hier geht's wieder automatisch aus. Wer hätte es gedacht? Ach so, scheiße. Okay. Nein, ich bin vom Aufzug geflogen.
Wow, und da hätte man, da wäre der Crappy ein besser reden als der Team gewesen als so ein kleiner Kram. Die Forerunner wollte halt auch ein bisschen flexen, weißt du? Das ist halt einfach so. Wer kann schon den, wer könnte sagen, er hat den kleinsten Aufzug der Welt? Ich bin tot. Oh Gott. Okay, ich muss echt defensiv überspielen. Ja, ich bin tot. Ich muss echt ich hab zwei Eliten geschafft, aber dann musste ich wegrennen. Vom Aufzug waren. Einer der Eliten hat einen Flak gefunden, oder? Ja, okay. Ich hol auf den zweiten Eliten da oben. Habe ich jetzt auf jeden Fall. Ja, der Plattenschütze in Mitte, was den hol ich mir jetzt gleich. Tot. Haben wir beide geholt, ja. Ich kann den gerade nicht vorher skippen. Das ist gut. Oh, der ist jetzt auch von vorne und hinten. Disturbance near the planetary entrance. Suggest altering approach vector 43K-750K-12K. They're not diverting from the opening. Hurry, Chief! Ja, wir können nicht jeden retten, Cortana, okay? Ich kann eigentlich gar keinen retten. Ohne uns zu deleten. Wollen wir sich zurückziehen und sie sich bekämpfen lassen? Ah, ich weiß nicht, ob sie da irgendwas machen. Oder ob das so ein Scheinkampf ist. Oh nee, hey, die ziehen die richtig gut ab. Na, die haben mir auf jeden Fall was so getriggert, dass sie runtergekommen sind, also. Jetzt zögerst du die Eliten. Ich glaube, das war... Ne, eine Elite ist noch da. Der weigert sich aber in den Kampf zu gehen. Okay, der knallt auch meine. Sniped worden? Nee. Dann bin ich da. Okay. Dann rennen wir mal hoch, oder? Ja, die sind ja gut rasiert, ey. Wait, something's not right. We don't have time. The pillars! Touch the pillars! Ja. Sag, Moment, da stimmt was nicht. Berühren Sie die Säulen. Und wieder haben wir wieder auf Knöpfe gedrückt, oder? Genau, wieder haben wir auf Knöpfe gedrückt, wo eindeutig Reclaimer-Signale drauf sind, Zeiten drauf sind. Und sie aber auch selber sagt, das stimmt was nicht. Mhm. Und dann sagt sie immer mit gleichem Atemzug, drücken sie auf den Knopf. Oh, bei mir ist gar kein Sound. Ja, schon. Das hatte ich auch vorher mal. Da kriegt immer nur der erste Hund, der die Cutscene auslöst. Find us an exit. Zum Glück habe ich unter die Cap damit gesprochen. Okay.
ist auf Deutsch. Also ja, der Didaktiker. Das Lustige ist, ich Sound habe ich, bloß keine Sprachausgabe. Also, aber mir reden die gar nicht. Krass, ich habe keine Untertitel. Krass, redet der die ganze Zeit? Nee, im Moment nicht. So ein hässlicher Kerl. Jetzt redet er. Ja, ich höre ihn nicht. Und mir redet er nicht. Die Allianz, wie sie sich gleich unterwirft. Ja. Also, mir redet er gar nicht. Ja, doch, also, er redet die ganze Zeit. Nee, ich sehe, wie sein Mund sich bewegt, aber ich höre nichts. Ich habe schon Spielsound, so wie du. Genau. Aber es sagt keiner was. Ich könnte noch ein Date haben, ich weiß es nicht. Ich höre immer nur die Master, dass sie stöhnen, ohne Scheiß hier. Ja. Oh. Die Untertitel zum Glück kann man mitlesen. Aber der Typ, der das Stöhnen gemacht hat, der wollte unbedingt, dass das mal mehr in den Vordergrund kommt. Ja, genau. Hat extra den Bug eingebaut. Die Forerunner haben sie zurück. Dieses Grab ist nur ihres. Aber da stellt sich mir auch die Frage, ne? Die haben die Halos den ganzen Scheiß gebaut. Warum haben sie dann nicht so mehrere Kapseln gebaut, um dann das zu überleben, wenn die Stadt dann wieder eingedämmt ist? Ja. We've gotta go! That Didact, he manipulated Infinity's signal to get us to release him. Get up! What's happening? Moving the satellite. Destabilize the core. Find a portal out of here before the whole network collapses. Oh, machen wir mal einen schönen Warthog Run, oder? Grab one of those ghosts. Bist du da? Hang on, I'm going to channel energy from your shields to overdrive the ghost's boost. Ja, ist doch kein Warthog Run, ist doch ein Ghost Run. Ja. Ja gut, Cortana. Schau mal deine Basis. Als ob sie um Leben tot gehen würde. Ja, vor allem, weißt du, sie als KI könnte eigentlich selber fahren. Wäre viel intelligenter, anstatt hier den armen Master Chief hier. Ich will den Grunt noch mitnehmen, den es gibt. Aber ich wollte jetzt hinterher gespawnt, jetzt wollte ich nicht mehr gut sagen machen. Dankeschön. Mit der Formel. Emergency broadcast from Infinity. Ich warte auf dich. This is Infinity. Gut, ich wird es nicht schaffen. Ich bin tot. Ja, ich war zu langsam. Ich bin wieder. Ja, ich bin wieder tot. Ich werde zerbrett. Ich war immer hinter dir, wo alles gerade zusammen. So. Okay. Ich habe gerade gesehen, wie du gespawnt bist. We need to get up there. It's not like I can get out and push. Aber gut, wir sind gleich hinter dir spawnen. Ich bin auch tot.
Ereignis, wenn wir beide sterben. Gut. Hä? Los, weiter! Jetzt sind wir. Achso. Ja, ich bin mal rückwärts spawnen. Ich spawne mal in falscher Richtung. Okay. It's not like I can get out and push. Wo ist er denn hin? Och man, warum spawn ich immer in der falschen Richtung? Fast wieder nicht. Du musst jetzt fehlerfrei fahren, ich werde dich schaffen. Ich bin okay. Wieder tot. Ja, wieder tot. Oh, das ist so frustrierend. Ich glaube, das ist jetzt auch gleich der Ende. Oder auch nicht. Ich bin hier vorher gestorben, oder? Ja, ich hab's Portal, ich bin gleich am Portal. Ja, ich bin hinter dir. Hätte ich wieder nicht geschafft. Whoa, Cowboy! Sagt im Englischen bei mir, hat er gesagt, Vorsicht, Cowboy. Ja, aber gesagt, wow, Cowboy. Wäre cool, wenn sie es übersetzt hätten. Hey, Kuhjunge. Richtig random. Sieht auch so geil aus, finde ich. Forward onto Dawn kommt. Die Infinity. Ah, Infinity Forward onto Dawn war das andere. Mayday, Mayday. This is the captain of the UNSC Infinity. Unknown entity has seized control of our ship. We're without power. We're on a collision course with an unidentified Forerunner planet. Track its descent. Marking. Impact predicted 77.8 kilometers due north. You know where he's heading. Same place we are. Ah, noch so einen schönen One-Liner hinterher. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein guter Abschluss jetzt, oder? Ja. Wurde auch ganz gut durchgekommen. Der Halo, wenn es kein Jungle gibt, ja. Ja, wirklich so. Ich glaube, so viele Level gibt es da gar nicht mehr. Lass mal gucken. Also, Requiem haben wir, Forerunner haben wir. Ja, wir haben schon die Hälfte geschafft. Ist doch gut. Ist doch gut. Ich finde, ich schaffe vielleicht mal Halo 5 noch. Und ich schaffe mal Halo 5 mal irgendwann noch. Und ja, eigentlich ist es gar nicht mehr 5, weil das letzte ist ja wieder ein Epilog. Also von dem her. Aber es kommen noch geile Levels. Also Infinity freue ich mich. Vor allem Composer freue ich mich. Das ist auch ein schönes Level. Ja, kommt schon ein paar coole Dinger. Ja, nice. House Flipper 2 ist draußen. Geil. Das ist das Wichtigste. Ja, dann gute Nacht, oder? Hat Spaß gemacht. Ja, hat wirklich Bock gemacht. Ja, und dann? Ja, ich bin jetzt mal gerade gucken, was bei House Flipper 2 geht. Wann ist es draußen? Heute? Krass. Heute um 3 Uhr morgens kommt dann die erste Staffel Fallout raus, aber ich weiß nicht. Oh, das ich werde morgen arbeiten. Ja, ich auch. Nee, ich glaube, nee. Morgen Abend kann ich auf jeden Fall mal eine Folge. Ich schaue sie mir mal rein, zieh sie mir mal rein, ob es geil geworden ist. Ich habe ja ganz hohe Erwartungen, weil ich bin ja ein Fallout-Fanboy der ersten Stunde. Ich habe sogar die Teil 1 und 2 auf dem PC noch gespielt und das sieht ja wirklich. Aber ich glaube, die verkacken das. Auf den 90ern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das jetzt verkacken. Also mir gefällt halt nicht, dass man gesagt hat, man möchte halt nicht nur Fanservice machen. Achso, dass es sowas ist wie Halo, oder? Ja. Da habe ich schon ein bisschen Angst. Ja, okay, weil das ist dann auch ein bisschen berechtigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, also wenn es so wirklich so heißt, ja okay, also. Wir machen hier so ein bisschen. War keine Atombombe, es waren Aliens. Was?
Der ganze Plot, und das wäre aber so geil, wenn sagen wir, ja, die Atombombe, die Animation, wir haben so viel Geld in die Tür-Animation halt, gesteckt. Das Problem ist halt, es gibt halt, weißt du, was bei Fallout halt wichtig ist, ist halt, es ist dystopisch, aber halt, es hat verliert ja seinen Humor nicht. Ja. Die Fallout-Spiele haben ja immer so einen gewissen Humor, weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, ob sie das halt rüberbringen können. Ja, und dass sie halt auch den 60er-Jahre-Charme so ein bisschen einfangen, ich finde das halt auch super wichtig. Ja, genau. Das ist genau. Weil wenn sie das nicht schaffen hier, dann ist auch eigentlich... Stimmt, ja. Hm. Aber ich bin auch voll gespannt auf die Borderlands-Serie. Ob die auf geil... den Film meinst du? Ist das ein Film oder eine Serie? Das ist ein Film, Bro. Ah. 2 Stunden geht der. Bin ich mal gespannt, wie der so ist. Der soll ja nicht so gut sein. Also die Schauspieler haben ja auch gestreikt und so. Da gibt es ja auch das Geld und irgendwie sowas. Ach, immer die. Du weißt ja, warum die Fallout-Welt so ist, wie sie ist, oder? Weil es gab ja eine Sache, die nicht erfunden worden ist, die in unserer Welt erfunden worden ist. Und nämlich? Ein Transistor. Das ist alles. Das ist alles. Das ist das, warum die PCs auch so groß sind und so, weil sie nie geschafft haben, mit Transistoren das so klein zu machen. Ah, interessant. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Doch, weil sie keine Transistoren hatten, konnten die Energie nicht anders nutzen und deswegen haben sie ja die Atomkraft dann weiter erforscht und natürlich alle Ressourcen verbraucht. Und die Atomkraft hat zu spät die Mikrofusionszelle entdeckt. Und da war es dann schon zu spät, dann gab es keine Ressourcen mehr. Und dann hat China gegen Amerika den Krieg um die letzten Ressourcen begonnen, um die letzten Ölreserven. Ach, und deswegen fliegen dann die Atombomben. Man weiß nicht, wer zuerst geschossen hat. Ja. Man sagt auch, es könnte eine KI gewesen sein, der langweilig war. Weil die Amerikaner hatten eine KI und die Chinesen hatten eine KI. Es war so, also man hatte 2072 hatten die Chinesen Anchorage, also Alaska, besetzt, weil da die letzten Ölreserven waren. Oh, okay, krass. Und dann haben die Amerikaner das zurückerobert, weil sie diese Powerrüstungen erfunden haben. Ja. Wo die Chinesen ganz weit hinterhergegangen sind. Und dann haben die Amerikaner mit 5000 Powerrüstungen versucht, Peking zu erobern. Okay. Und das hat dann, also man sagt, dass das den Krieg ausgelöst hat. Oder das nicht. Und es gibt ja auch noch die Enklave. Das ist so eine Schattenregierung der USA gewesen. Und die wollten die Macht so an sich reißen nach dem Atomkrieg. Krass. Und die haben auch das Fallout, also dieses Vault-Projekt. Haben die gestartet, weil die Walls sind ja nicht dafür da, um Leute zu schützen. Dann hat er in den Walls Experimente gemacht. Ja, das weiß ich. Ja. Aber das die Experimente so hat man groß. Gemacht. Die Experimente hat man gemacht, um herauszufinden, die Enklave wollte Raumschiffe bauen, um von der Erde zu fliehen. Und man wollte halt in diesen Experimenten testen, Isolation, Krankheiten und all sowas. Und es gab halt 9 Kontrollboards, also wo halt nichts war. Und daraus ist dann sozusagen, klar, es gab Menschen, die überhalb überlebt haben, wo es halt nicht so schlimm betroffen war. Aber aus den 9 Kontrollboards kam dann das unveränderte Genmaterial wieder. Ja, aber ob sie die ganze Backstory schaffen, dann irgendwie in die Serie zu bekommen, da bin ich auch mal gespannt, wie sie das machen. Ja, das ist übertrieben. Ich habe mir so viele Lore-Videos angeschaut. Du kannst ja so viel finden. Zum Beispiel gibt es ja auch diesen Fee-Virus, der wo die Sachen zu Leute zu Supermutanten macht. Das war eine Biowaffe, die Amerikaner erfunden haben. Das Witzigste wissen ja die Leute gar nicht. Die Tiere und die Mutanten gibt es ja nicht wegen der Strahlung. Eine Atombombe hat einen Tank getroffen, wo dieses Fee-Virus drin war. Forced Evolution Virus heißt das. Ja. Und dadurch ist dieses Fee-Virus in die Atmosphäre gelangt, durch die Explosion. Ja.
Und mit der Strahlung zusammen sind dann die Leute mutiert und die Tiere. Das hat nichts mit der Atomstrahlung zu tun. Das ist ja verrückt. Krass. Jo, aber ich muss jetzt trotzdem ins Bett. Jawohl, mach das. Okay, also dann neu. Dann bis Schlaf dann. Gut drin, du auch. Schönes. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, das war doch mal richtig gut wieder. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch richtig Progress gemacht, finde ich. Die Hälfte vom Spiel fast durch. Wenn man das erste und das zweite, letzte Level abzieht, das ist ja wirklich dann nur Cutscene. Und von dem her würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Seid lieb zueinander. Ja, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Peace. Thank you.